Heute testen wir für euch alle Hypernakeds von der Saison 2021. In diesem Vergleichstest am Start sind die neue Aprilia Tuono V4 1100 Factory mit einem 1077 Kubikzentimeter grossen V4, 175 PS und 121 Newtonmeter Drehmoment. Preislich liegt Aprilia bei ab 20.995 Franken. Kandidatin Nummer 2 ist die ebenfalls brandneue BMW S1000R mit ihrem 999 Kubikzentimeter Reihe 4-Zylinder mit 165 PS und 114 Newtonmeter Drehmoment. Sie gibt es schon ab 14.900 Franken, wobei das Testbike mit diversem Zubehör doch deutlich teurer war. Die teuerste im Vergleich ist jedoch die Ducati Street Fighter V4S. Sie und ihre 1103 Kubikzentimeter V4 mit 208 PS und 123 Newtonmeter Drehmoment gibt es ab 24.590 Franken. Mit der KTM 1290 Super Duke R haben wir natürlich auch den bisherigen Bestseller in diesem Segment mit dem riesigen 1301 Kubikzentimeter grossen V2 mit 180 PS und mächtigen 140 Newtonmeter Drehmoment am Start. Die Österreicherin gibt es ab 19.990 Franken. Und last but not least haben wir noch die Nigunaga neue Triumph Speed Triple 1200 RS mit dabei. Sie wird von einem 1160 Kubikzentimeter grossen Reihe 3-Zylinder angetrieben, leistet 180 PS und generiert 125 Newtonmeter Drehmoment. Ja, und willkommen auch aus unserem neuen Studio, das gerade jetzt fertig geworden ist. Es ist also wirklich taufrisch, nigelnagelneu. Das ist die Kulisse, die wir den Garage à Tag ab jetzt werden, drehen für euch und für euch werden produzieren. Ja, gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, einerseits, dass wir sehr, sehr viel Zeit sparen und andererseits, dass wir natürlich viel schneller werden können reagieren in Zukunft auf News, die halt dann einfach reinkommen. Ja. Genau, aber trotzdem möchten wir uns noch mal bedanken bei den Jungs vom Motorradhangar, wo wir die erste Staffel drehen. Das war wirklich eine coole Location. Aber ja, kommen wir zurück zu unseren Hypernaked Bikes. Du bist so auch gefahren mit dem Team. Und zwar nicht nur auf der Straße. Ja, natürlich. Ich meine, prinzipiell, die dürfen werden nach wie vor hauptsächlich auf der Straße gefahren. Also ist es richtig, dass man sie auf der Straße fährt. Also wir sind natürlich auch die Normrunden gefahren. Am zweiten Tag von unserem Test. Am ersten Tag sind wir aber auf der Rennstrecke. Und zwar ist es halt einfach so, meine, das sind Töpfe, die haben zum Teil bis zu 200 PS am Hinterrad. Und das musst du einfach auf der Rennstrecke können auskosten, weil sonst ist es einfach nicht seriös. Und so habe ich beim TCS um Fahrzeit gebeten in Linear. Und die haben wir dann auch zugesprochen bekommen. Und das ist eigentlich wirklich in dem Sinn, ja, fast schon heiliger Boden. Aber Linear ist mit 1,3 km schon ein relativ kurzer Kurs. Das ist korrekt. Linear ist, er wird von gewissen Leuten bösartig auch als Mickey-Maus-Kurs bezeichnet. Das ist so, es ist ein kurzer Kurs. Und es ist sicher auch so. Also, prinzipiell kann man schon sagen, obwohl er kurz ist, haben wir doch ganz klar herausgespürt, welche Bikes in welche Richtung gehen und wo die entsprechenden Qualitäten liegen. Also das erlaubt uns ganz sicher Aussagen zu machen, die fundiert sind. Es ist aber natürlich schon auch so, dass gewisse Bikes ihre Qualitäten jetzt nicht so gut haben können ausspielen auf dem sehr technischen, sehr engen Kurs. Also vor allem KTM, dort ist so uns aufgefallen. Aber von der KTM wissen wir, dass wenn man sie auf einem schnelleren Kurs bewegt, wie jetzt auf dem Anodirin oder in Portimao, wo sie letztendlich auch vorgestellt worden ist, dass das Rennstreckenpotenzial natürlich gigantisch ist von diesem TÜV. Okay, und kannst du den jetzt einordnen, nachdem er sie in Linear und auf der Straße getestet? Genau, also auf jeden Fall. Prinzipiell haben wir echt zwei Rennstreckenwaffen dabei. Das sind die beiden Italienerinnen, die Aprilia und Ducati. Dann haben wir, ich würde es mal sagen, ein Strassenass, das wäre BMW. Und bei der KTM und bei der Triumph gibt es verschiedene Nuancen und Färbungen, wo man dann ein bisschen mehr ins Detail geht. Fangen wir doch bei diesen Rennstrecken Ass an und Alphabet noch mit der Aprilia. Was ist mit der? Wie macht sich die? Also dort muss man sagen, dass unsere beiden ganz schnellen Jungs, die wir auf dem Test dabei hatten, also die Supermoto-Legende Beat Gauci und der Roger Sperandio, der IDM und SM gefahren ist, die haben sich auf Anhieb in die Aprilia verliebt. Sie ist einfach gebaut für das. Und meine, wenn du sie anschaust, oder? Ich meine, es gibt ja durchaus Diskussionen, ob das ein Naked Bike ist, weil es ist ja mindestens halb verschallt, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du die Aprilia schnell fährst, dann passt einfach alles. Jedes Zahnrädchen schmiegt sich genau ins andere. Die Motor ist eine Sensation, die Ansprache ist sensationell, das Fahrwerk, Handling, Stabilität, es ist einfach, es geht einfach. Und der Roger hat es, glaube ich, noch cool formuliert, er hat gesagt, ja, wenn es das Duono-Feeling nicht gibt,
man müsste es einfach, man müsste es erfinden. Und weißt auch, Quickshifter, es ist einfach, es ist beängstigend gut, das Bike auf der Rennstrecke. Krass, also eben, Fahrwerk ist ja klar bei Aprilia immer top. Motor passt dem Fall auch, obwohl sie nicht so viel Leistung hat wie die, wie die Duke zum Beispiel jetzt, oder? Korrekt, sie ist mit der BMW, wo die schwächste ist im Vergleich, nominell, gehört sie eigentlich eher auf die Schwachseite, aber das merkst du überhaupt nicht. Also das kommt übrigens auch bei der BMW nicht, das kommt überhaupt nicht zum Tragen, weil du hast so viel Knall, du hast so viel Druck, immer eigentlich. Klar, du fährst Aprilia eher höchtourig, aber hey, das langt tausendmal vorig. Okay, und wie ist jetzt bei der Duke? Die ist ja mit 208 PS die stärkste. Ja, mit Abstand, und das merkst du auch. Also keine hat so viel Druck in der Mitte wie Ducati und oben raus einfach so ein Feuerwerk. Das D-Motor ist unglaublich. Aber was speziell ist, man würde ja meinen, auch weißt, wenn du sie anschaust, oder, hast du das Gefühl, das ist so ein Bulldog, so ein Hooligan. Oder? Also die verteilt jetzt Hauftritt, aber es ist überhaupt nicht so. Also der Motor ist durchaus zugänglich. Er ist fein in der Ansprache, er macht genau das, was du willst. Und der Beat hat das gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, also zuerst hast du irgendwie so sehr viel Respekt, oder? Aber nachher fühlt es sich fast so ein bisschen an, wie als würde sie dir zuflüstern, so, du hast keine Angst, ich schaue zu dir. Und genau so ist es auch. Also du fühlst dich auf dem Topf viel wohler, als du würdest meinen. Okay, aber das klingt jetzt fast so, als wäre Ducati trotz der Mehrleistung irgendwie fast zugänglicher als die Aprilia, oder? Das ist definitiv so. Also wir gehen sogar so weit, dass wir jetzt an einem, ich sage nicht Profi, sondern an einem, ich sage mal, regelmäßigen Rennstrecken fahren, würden wir Ducati, trotz der 33 PS mehr, die sie hat gegenüber der Aprilia, würden wir eher Ducati empfehlen, einfach weil sie zugänglicher ist. Und klar, in der Hand eines Experten ist der Aprilia unschlagbar. Das ist einfach die Rennstreckenwaffe. Und was dort auch noch spannend ist, trotz ihrer Perfektion wirkt sie nicht langweilig. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja, das klingt eigentlich sehr toll. Ein Dorf, den wir ja auch sehr heiß erwartet haben, ist die neue Triumph Speed Triple 1200 RS. Wie hat sich die jetzt gemacht auf der Rennstrecke? Die ist auch viel stärker geworden. Die ist massiv stärker geworden. Und in Bezug jetzt auf den Motor, was so Zugänglichkeit, Gutmütigkeit betrifft, ist sie sehr nahe bei der Ducati. Überraschend, wirklich. Also hätte man nicht gedacht, sie ist einfach sogar noch mal ein Stückchen zugänglicher als Ducati. Sie hat zwar nicht so viel Druck in der Mitte, aber dafür oben raus richtig, richtig, richtig viel Knall. Also das ist ein Feuerwerk, das hört nie auf. Und das Schöne ist, auch im höheren Drehzahlbereich bleibt der Motor sehr schön kontrollierbar. Du hast einfach enorm viel Vertrauen. Die Ansprache ist sauber, die Ansprache ist fein. In dem Sinne einfach ein Motor, der unauffällig gut ist, überall, aber nicht langweilig. Also motorisch kann sie gut mithalten. Wie sieht es beim Fahrwerk aus? Wie kann sie dort mit diesen zwei italienischen Rennstreckenwaffen mithalten? Ja, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ja, ist sie gleich, ist sie auch in dieser Liga, würde ich jetzt sagen ja und nein. Ja, weil von der Performance ist sie durchaus in der Lage, ich sage jetzt mal den Ducati und den Aprilia anzufahren. Sie macht es aber auf eine eigene Art, weil Triumph ist grundsätzlich viel, viel softer abgestimmt im Basissetup. Es ist also die softeste, die wir jetzt im Vergleich hatten, und zwar deutlich. Das heisst, du hast auch mehr Bewegung. Es ist aber nicht so, dass das störende Bewegungen sind. Roger hat es cool formuliert, er hat gesagt, das sind die Art von Bewegungen oder Motions, die dir so ein Lachen ins Gesicht zaubern, oder? Weil es macht so, es bewegt sich, aber immer auf eine gute Art. Du hast immer Vertrauen, Handling, Stabilität, wirklich top. Also auch da ein hervorragender Mix. Also, um auf die Rennstrecke zurückzukommen, Triumph ist sehr nah bei der Aprilia und bei der Ducati, aber einfach noch ein bisschen zugänglicher, was den Motor betrifft, aber einfach softer abgestimmt. Einfach das Gesamtpaket ist weicher und es nutzt Federweg mehr aus, aber ist auch wirklich auf den letzten Millimeter vom Federweg funktioniert sie hervorragend, was Feedback betrifft. Also wirklich eine grosse Überraschung. Okay, jetzt wenn wir mal zur BMW weitergehen, das ist ja relativ klar die schwächste in diesem Vergleich mit 165 PS. Wie kann sie jetzt mithalten, in Linear zum Beispiel? Auch da wieder, wir haben es vorher angesprochen, was Topleistung betrifft, das merkst du nicht wirklich. Klar, es ist ein Reihenvierzylinder, das heisst, du hast den Bums, wo jetzt der 3 und 2 und V4 unten durch und vor allem der V2 von der KTM
im unteren Drehzahlbereich haben, das hast du mit der BMW natürlich nicht. Oder du musst sie natürlich schon drehen. Obwohl, es ist erstaunlich, wie viel Druck das sie doch schon in der Mitte bietet. Und oben raus gibt es dann das klassische Reihe-Vierzylinder 1. August-Feuerwerk. Oder? Das ist wirklich top. Aber nein, wir haben gestaunt, wie viel Druck das sie in der Mitte schon hat. Und man muss schon sagen, weißt du, die Gummizug-Charakteristik, die der Motor ja mit sich bringt, das ist wirklich ein Motor, den BMW jetzt über so viele Jahre so weit gebracht hat. Es ist einfach ein Top-Motor, ein hervorragender Motor. Wenn dir der Reihe-Vierzylinder gefällt, ist das etwas vom Besten, das du haben kannst. Gut, es gibt da nicht mehr so viel. Ist so. Fahrwerkstechnisch, sie ist ja viel leichter geworden als ihre Vorgängerin. Wie wirkt sich das aus? Sie ist leichter geworden. Wir haben ja zusätzlich noch Carbonräder drauf gehabt. Das heisst, BMW ist sicher eher auf der handlichen Seite vom Spektrum als jetzt auf der stabilen Seite. Aber jetzt nicht negativ. Das heisst nicht, dass sie jetzt irgendein Zappel-Philipp wäre oder so. Also viele von unseren Testfahrern haben sie als messerscharf bezeichnet. Also weißt, was die Lenkpräzision betrifft durch die Carbonräder, was auch das Feedback und so betrifft, da ist sie wirklich top. Dadurch, dass sie eben Carbonräder hat, ist sie aber eher auf der reaktiven Seite. Das heisst, das ist überhaupt nicht negativ, du musst sie aber einfach fein führen. Also es ist nichts für Grobmotoriker. Du musst sie fein führen, musst genau wissen, wo du hin willst, musst halt einfach das Gewicht richtig verlagern, musst dich gut positionieren auf dem TÜV. Und dann ist sie wirklich messerscharf, ist sie hochpräzise. Aber kann sie denn jetzt auf der Rennstrecke trotzdem auch mit der Duke Aprilia gewissermaßen Triumph mithalten oder eher schwieriger? Eher nicht, würde ich sagen. Also grundsätzlich, für alle die TÜV, die wir gefahren sind, gilt, die können sowohl Rennstrecke richtig gut, und die können auch Strasse richtig gut. Das muss einfach mal klar gesagt werden. Aber es gibt natürlich Nuancen. Bei der BMW merkst du schon, es ist ein TÜV, der ist für die Strasse gebaut worden. Und klar kannst du diverse Komponenten dran schrauben. Und klar machen sie die Performance besser und schöner und noch mehr Spass. Aber du merkst einfach im Gesamtkonstrukt, das Gesamtkonzept von der S1000R ist auf die Strasse ausgelegt. Es funktioniert gut auf der Rennstrecke, es macht Spass, aber auf der letzten Rille wirst du sie nicht so bewegen wie eine Ducati, auch wie eine Triumph, schon gar nicht wie die Aprilia. Okay, spannend. Aber eben zur Strasse werden wir ja näher noch kommen. Es bleibt aber noch ein TÜV, wo wir noch nicht darüber geredet haben auf der Rennstrecke, und zwar KTM, Bestseller in diesem Segment mit dem Riesen V2. Wie sieht es dort aus? Ja, absolut. Eben 1300 Kubikzentimeter, also keine katapultiert dich so aus dem Ecke wie die KTM. Also das ist wirklich Adrenalin pur. Allerdings haben wir schon gemerkt, dass sie am ehesten die Vibrationen überträgt. Das ist ein Phänomen, dass sich die Vibrationen von dem V2 halt einfach auf den Rahmen übertragen. Und durch das kann sie, je nach Drehzahl, dass du nicht mehr so ein sauberes Gefühl hast für das Vorderrad. Und was auch ist natürlich bei dem riesigen V2, ist jetzt im Vergleich zu den anderen Bikes, ist das Drehzahlfenster, wo sie sich richtig wohlfühlt drin, ist natürlich kleiner als jetzt bei einem V4-Motor, das ist ganz klar. Und von dem her braucht es einfach mehr Zeit. Es braucht mehr Zeit, bis du dich angewöhnt hast als Motorkonzept, als Bike, und bis du dich richtig wohlfühlst damit. Okay, motorisch scheint die Linie nicht perfekt ein Pflaster zu sein für die KTM. Wie sieht es beim Fahrwerk aus? Ja, also optisch würde sie ja mit ihrer Supermoto Optik bzw. mit der Supermoto gehen, würde sie ja suggerieren, dass sie wirklich wie die Faust aufs Auge auf Linie passt. Ist aber leider auch da nicht so. Sie ist wirklich straff und auch die reaktivste von allen. Sie gibt auch Unebenheiten. Am direkt ist das zum Fahren durch. Also auch da braucht es Zeit, bis man wirklich drin ist und bis man sich wirklich sicher fühlt. Sie ist von dem her KTM auch fahrwerkstechnisch in Linie sicher die anspruchsvollste gewesen, die wir jetzt dabei hatten. Wir wissen aber auch, wie gesagt, wir sind sie schon auf dem Manodirin gefahren, wir sind sie in Portimao gefahren, ich bin sie auch schon auf anderen Rennstrecken gefahren. Sie hat das Potenzial für die Strecke. Und ich sage es jetzt mal so, wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, weil unser Zeitfenster sehr begrenzt gewesen, wo wir in Linie gehabt hätten, mit ein bisschen mehr Zeit und auch mit Einstellarbeiten und so, bin ich überzeugt, dass man KTM so angebracht hätte, dass sie richtig geigen in Linear. Okay, jetzt haben wir viel über Motoren und Fahrwerk geredet. Die Ergonomie ist noch nicht so gross zur Sprache. Wie sind der so die Unterschiede? Auch da gibt es ganz klare Unterschiede. Also bei der Aprilia zum Beispiel kommt man jetzt gerade in den Sinn, dort hast du doch recht viel Gewicht auf den Handgelenken, fast am meisten, Duck ähnlich.
Bei der BMW haben sich nicht alle Testfahrer mit dem eigentlichen Neuwinkel anfreunden und mit der Tatsache, dass der Tank halt breit ist, konstruktiv bedingt mit dem Reihen-Vierzylinder. Bei der Triumph ist eigentlich alles entspannt. Was dort noch speziell ist, ist, dass du der Sitz ist jetzt wirklich als Sitzkuhlen ausgeführt. Das heisst, du hast jetzt nicht sehr viel Bewegungsspielraum, was mich jetzt aber oder eigentlich uns nie gestört hat. Du bist relativ fixiert auf dem TÜV, aber das ist eigentlich absolut okay. Jetzt in Zusammenhang mit dem Gesamtpaket. Und KTM ist hingegen das Gegenteil. Das ist der TÜV, wo man am ehesten sagt, der Sitz ist oben drauf. Und sie ist halt straff. Auch wie das Fahrwerk ist alles straff, direkt. Aber du hast halt richtig viel Platz. Gerade auch wenn du relativ gross gewachsen bist, würde ich sagen, fühlst du auf der KTM wahrscheinlich am wohlsten. Okay, so viel zur Rennstrecke. Bevor es aber jetzt auf die Straße geht, gibt es für euch noch schnell den S100 Top-Tipp. Ja, beim S100 Top-Tipp geht es heute um TÜV-Reinigung. Und zwar gibt es ja da verschiedene Arten. Also oft, wenn man einfach nur auf einer Ausfahrt ist, ist der TÜV nur leicht verschmutzt. Und das ist natürlich mühsam, wenn man auf den Waschplatz fahren muss, weil der ist nicht gerade um die Ecke, es braucht einfach viel Zeit. Und für das gibt es eine Schnellwäsche, die wir heute anschauen wollen. Und dann aber gleich noch die TÜV-Reinigung. Ja, und für die Schnellreinigung nach der Tagestour gibt es von S100 den Schnellreiniger. Ein relativ neues Produkt. Ist relativ einfach. Kurz schütteln, aufsprühen. Und dann eine Minute lang einwirken lassen. In dieser Zeit gehen die Tenside, die in diesem Produkt drin sind, die unterwandern den Schmutz, lösen dann ab. Und dann kann man sie so nach einer Minute mit einem Tuch. S100 empfiehlt das Produkt das Tuch. Dann kann man das sauber abwischen und S100 garantiert auch Kratzfreiheit mit dem Tuch. Ja, soweit zu der Schnellreinigung. Was vielleicht noch wichtig ist, das Produkt ist materialschonend, also es greift das Material nicht an und auch ein grosser Vorteil, es konserviert auch das Material. Das heisst, es hat einen Schutzfilm drauf, wo das Wasser oder der Schmutz sich nachher nicht so abhaftet, sondern abperlt. Ja, und wenn es ans Eingemachte geht, also wenn der TÜV wirklich stark verschmutzt ist, wie wir es jetzt hier im Schwingen-Kettenbereich von diesem TÜV hier sehen, Auch für diese Situation hat S100 ein Top-Produkt, das wir in der Redaktion auch selber regelmäßig verwenden. Das ist der S100 Total Reiniger Plus. Vorteil, es ist eine Schälformel. Das heisst, das Produkt wird aufgedreht und es läuft nicht ab. Man kann den ganzen TÜV damit einsprühen, lässt 10 Minuten einwirken, 10 bis 20 Minuten. Dort, wo es arg verschmutzt ist, kann man mit dem Schwamm noch ein bisschen nachhelfen. Und dann tut man es einfach mit einem klaren Wasserstrahl abwaschen, fertig. Man muss den TÜV auch nicht trocknen, man kann ihn Luft trocknen lassen, weil es gibt keine Flecken mit diesem Produkt. Ja, einmal mehr hat uns das Resultat überzeugt und in diesem Moment gehen wir zurück ins Studio. Willkommen zurück im Studio. Jetzt gehen wir mit der Hypernaked auf die Straße. Und fangen wir doch dort auch bei der Rennstreckenwaffe Aprilia an. Ist sie auf der Straße auch so gut wie auf der Strecke? Nein. Das muss ich klar sagen, nein. Du merkst einfach, die Aprilia ist nicht gebaut. Also sie fühlt sich einfach unwohl auf der Straße. Also ein bisschen zweckentfremdet. Oder? Also du merkst so, zum Beispiel den Übergang vom Schieb in den Lastbetrieb. Hast irgendwie das Gefühl, es hat viel Spiel im Antriebsstrang. Der Quickshifter gönnt sich relativ lange Pause. Du merkst einfach, der Motor ist in diesen Drehzahlen ist so ein bisschen, okay, wenn es unbedingt muss sein, aber cool finde ich es nicht. Und das spürst du auch. Das gibt es dir auch, das geht. Aber es funktioniert auch alles. Aber du kennst das Gefühl, wenn du denkst, ich tue dem Motor jetzt nicht etwas Gutes, wenn ich ihn so fahre, oder? Der will die Drehzahl. Und wenn er dann Drehzahl überkommt, ich meine, dann ist klar, dann ist wieder alles in Butter, oder? Aber es kommt, glaube gar nicht so fest darauf an, ob es eine Straße ist oder eine Rennstrecke, sondern mehr ein bisschen wie und wo, dass man sie fährt, oder? Definitiv. Nur, eigentlich, ja. Und wie spielt der Duke? Die ist ja auf der Strecke auch sehr gut. Ist der ähnlich schwierig auf der Straße, oder?
Bei der Duke ist eigentlich wieder ähnlich wie auf der Rennstrecke. Also das ist viel, viel zugänglicher, als man würde meinen, mal als erstes. Sie ist zugänglicher als die Aprilia, auf jeden Fall. Auch sie fühlt sich ein bisschen zweckentfremdet. Das ist sicher so. Aber es geht. Was speziell ist bei der Duke ist, sie ist ja sehr kompakt und sehr klein. Das heisst, du hockst auf dem Töpfen und du siehst sie gar nicht. Also du schwebst quasi so durch die Landschaft, obwohl Schweben ist ja mit Ruhe assoziiert und das ist bei der Duke überhaupt nicht so, aber über das andere reden wir ja nachher noch. Sie fühlt sich jetzt nicht extrem wohl, aber es geht. Es geht schon besser wie auf der Aprilia. Das Einzige, was wir uns wünschen würden, wäre, einfach der Quickshifter ist so ein bisschen holzig, fühlt er sich auf der Straße. Also bei der tiefen Drehzahl funktioniert, aber es ist einfach so ein bisschen holzig. Ja, kommen wir jetzt von den Italienerinnen auf Deutschland zur BMW. Du hast es schon angetönt, dass sie so ihre Stärken im Strassensektor hat. Wie zeigt sich jetzt das? Das hat sich absolut bestätigt auf der Straße, definitiv. Also für mich ist BMW auf der Straße ein sicherer Wert. Und wenn es jetzt so eine längere Tagestour geht, dann ist sie ganz vorne mit dabei, definitiv. Auch sie ist auf der Straße eher auf der handlichen Seite. Also es gilt das Gleiche wie auf der Rennstrecke, auch hier eher ein feines Händchen. Aber der Motor, klar, hat nicht so viel Bums unten raus wie die anderen. Also genau das Gleiche wie auf der Rennstrecke. Aber die Leistung langt allemal. Und also absolut ein sicherer Wert, komfortabel und wirklich absolut stressfrei. Absolut. Der Quickshifter funktioniert sehr gut, auch bei tiefen Drehzahlen. Er ist eigentlich auf Platz 2 hinter dem von der Triumph, der wirklich top ist, und auch dem von der KTM. Das haben wir nachher noch. Ja, und generell gilt bei der BMW, also einfach zu fahren, absolut zugänglich, völlig ungestresst. Also in dem Sinne wirklich top. Wenn wir einen Wunsch anbringen könnten, dann wären es ein bisschen grössere Spiegelflächen. Okay. Und du hast jetzt auch schon den Vergleich zur Triumph gezogen, wo du über die BMW hast geredet. Ich nehme jetzt mal an, Triumph ist in dem Fall auf der Straße auch sehr stark. Definitiv. Und da kann ich vorwegnehmen, Triumph gönnt Strassenwertung. Weil keine in diesem Vergleich kombiniert halt einfach Sportlichkeit mit Alltagsqualitäten, mit Ergonomie und eben auch Charakter so wie Triumph. Also sie gönnt definitiv die Strassenwertung. Es ist einfach, der Motor ist super zugänglich, er ist sehr, sehr fein am Gas, hat Charakter und aber auch richtig Bums. Das Fahrwerk ist Handlingstabilität, das ist in einem perfekten Einklang. Die Ergonomie aktiv, aber trotzdem entspannt. Also ein echt toller Mix. Und sie ist auch wunderschön verarbeitet. Also weißt, wenn du so hinten schräg in dem TÜV stehst und dann so das Öl ins Fahrwerk siehst oder mit den Stellschrauben, das ist Kunstwerk. Also es ist wirklich wunderschön. Zwei Kritikpunkte haben wir allerdings. Einer ist, zumindest bei uns im Testbike, am Lichtsignal den neutral finden. Das ist dann irgendwann mühsam. Und wir findest du ihn praktisch nicht. Und das andere ist, der Controller, der Multicontroller am linken Lenkerende, ist ähnlich wie bei der Aprilia, ist er sehr leichtgängig. Und durch das fühlt er sich ein bisschen fragil an. Du weißt nicht genau, ja, habe ich jetzt bestätigt. So, das ist vielleicht noch etwas, das könnte noch ein bisschen strenger gehen. So ein bisschen, ja. Aber eigentlich nicht. Schlimme Kritik. Nein, also es ist wirklich Kosmetik. Das Bike als Ganzes ist auf der Straße und man spürt es ja schon auf der Rennstrecke. Das ist wirklich der Hammer. Das ist die grosse Überraschung von diesem Jahr in diesem Segment. Ja. Ja, kommen wir jetzt noch zur KTM. In Linie war es etwas schwierig. Wie sieht es auf der Straße aus? Also da sieht die Welt schon ganz anders aus, das muss man sagen. Also der Motor, der V2, der blüht da richtig auf. Also das donnert dich aus dem Kurvenausgang raus, wie mit keinem anderen TÜV. Das macht richtig Spass. Einfach das Katapult. Und KTM ist auch die am Kurvenausgang am ersten Mal ein bisschen das Vorderrad lupft. Ganz klar. Ergonomisch, man sitzt angenehm aufrecht. Straff natürlich. Also man spürt auch die straffe Fahrwerksabstimmung irgendwo durch einen Sattel. Also auch das Sitzpolster ist relativ straff. Aber man hat halt viel Platz. Das ist von dem her super. Was speziell ist bei der KTM, es wirkt jetzt ein höherer Schwerpunkt. Und durch das ist am Kurveneingang, also wenn die Kurve anbremst, also die Kurve reinbremst, hat sie halt ein bisschen die Tendenz, sich aufzustellen. Oder? Du hast dagegen. Und ab dem Moment, wo du die Kurve löst, was passiert, oder? Also das Aufstellmoment fällt weg und dann geht sie so ein bisschen rein, oder? Und das ist so ein bisschen, da musst du dich einfach dran gewöhnen. Aber dann als solches geht's dann eigentlich gut. Im Kurvenausgang dafür, ey, das ist wie vom Autopilot gesteuert. Also Kurvenausgang, gibst Gas, und bumm, das Ding, das donnert dich dort raus. Also
der Ritt auf dieser Drehmomentwelle, das ist wirklich, das ist pures Adrenalin. Ja, und von dem her, zusammenfassend könnte man sagen, mit der KTM, also, sie bevorzugt klar so ein bisschen weitere offene Kurven, so der Alppass, der Klassiker. Und dort ging es auch, sobald es enger wird, wird es halt einfach auch ein bisschen anspruchsvoller. Okay, spannend. Und wie sieht es mit den Verbrauch aus? Das ist also bei 200 PS Maschinen vielleicht auch noch ein wichtiges Thema. Definitiv, ja. Also, wir haben verbrauchsmässig gemacht, wie immer bei unseren Tests. Am durstigsten ist klar die Aprilia mit 6,8 Liter, Grössenordnung. Dann auch relativ durstig sind KTM Ducati mit etwa 6,3 Liter. Und dann deutlich sparsamer sind schon Triumph mit 5,6 Liter haben wir dort gemessen und am sparsamsten BMW mit 5,4 Liter. Okay. Wie sieht es denn mit dem Sound aus? Das hast du ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Und ja, ist doch schon bei uns häufiger Thema gewesen, wenn wir von diesen Bikes dabei hatten. Absolut. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, BMW, KTM, Triumph, absolut kein Problem. Jede hat einfach ihren Sound auf ihre Art. Jeder Sound ist cool. Wir haben keinen einzigen langweiligen Sound jetzt in dem Vergleichstest. Bei der Aprilia und bei der Ducati wird es allerdings speziell. Und wenn wir jetzt bei der Aprilia anfangen, dort ist es so, dass sie bei tiefen Drehzahlen ist sie sehr zurückhaltend, also fast so ein bisschen Understatement. Das ist ja der Bereich, wo sie sich nicht so wohl fühlt, kleckert sie so. Aber sobald du den Gaszug dann aufmachst, geht die Klappe auf und dann kannst du einfach das V4 rühren. Ich meine, das ist obercool, das ist wirklich geil auch, aber es ist schon an der Grenze. Also es ist schon wirklich laut und es ist effektiv so, wenn du jetzt den Pass fährst, dann hörst du die Aprilia, wenn sie hinter dir oder wenn sie vor dir ist, hörst du zum Teil besser als den Sound von deinem eigenen TÜV. Also wenn du auf der BMW oder auf der Triumph oder auf der KTM hockst, effektiv. Und es war sogar so, dass die Linear haben sie uns rausgenommen. Die haben konstant Lärmmessanlage, glaube auf 95 Dezibel, dBA. Und dann sind sie dann gekommen und gesagt, die da, raus. Oder, weil mit Anwohnern und allem, das verstehe ich auch, oder? Also es ist wirklich, wirklich laut. Bei der Ducati, dort ist es paradoxerweise andersrum. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Also wenn du Duck anlässt, jetzt irgendwo da unten im Wohnquartier, dann rennen, also wenn jetzt jemand gerade neben durch spaziert, die macht gerade einen Sprung weg, also die verschreckte Person. Das macht wirklich Baum, oder? Das ist wirklich laut. Und dann fahrst du los, fahrst durchs Quartier, durch die 30er-Zone und das Ding ist so laut. Also es ist echt nicht zeitgemäss. Also du kämpfst mit deinem Gewissen, wenn du mit dem Bike durch die Stadt fahrst und durchs Wohnquartier. Und dann interessanterweise, aber wenn du Gas gibst, dann ist Ruhe. Also sie sehen, fahren jetzt linear, oder? Und dann ist sie gekommen und sagt, du jetzt. Und dann aber nichts. Also, aber eine gewisse Drehzahl ist dann Ruhe und du merkst es auch, oder? Also, wenn du so konstant fahrst, das ist es glaube ich, um die 3000 Touren, 3,2, 3,4 oder so, kannst du richtig schön spielen und merkst genau, wenn die Klappe aufgeht. Wow. Also, das ist etwas gut. Das Problem wird sich in dem Sinn ja eh auflösen mit den Normen. Aber ich finde es also schon, gerade bei der Ducati, das finde ich echt einen Kritikpunkt. Das finde ich nicht okay. Ja, aber eben das mit der Lautstärke wird sich mit den neuen Regelungen in Zukunft lösen. Aber ich finde auch eigentlich die Klappen, die offen sind, wenn man langsam fährt, sehr unnötig. Braucht eigentlich niemand. Aber so viel zu dem. Kommen wir jetzt mal noch zu einem Fazit. Was würdest du da abschliessend zu diesen 5 Töpfen sagen? Also wenn ich es probiere, die wenigen Worte fassen. Auf der einen Seite haben wir wirklich die Aprilia und Ducati, die sich als richtige Spassgerät für den Trackday herauskristallisiert haben, definitiv. Vor allem die Aprilia ist wirklich eine Hochpräzisionswaffe, Hammer. Ducati verlagert ihr Einsatzspektrum einfach ein bisschen mehr Richtung Strasse, ist aber auch immer noch absolut auf der Performance-Seite und ist überraschend zugänglich, hätte man so nicht gedacht. Dann haben wir die BMW und Triumph, wo wirklich klar auf der Strassenseite angesiedelt sind. Wobei ich auf Triumph speziell jetzt nochmal eingehen will, Triumph halt einfach wirklich das breiteste Einsatzspektrum hat jetzt in dem Vergleich. Sie macht ganz links aussen auf der Rennstrecke enorm Spass und sie funktioniert auch in den Ferien mit dem Topcase und mit der Tasche auf der rechten Seite vom Spektrum extrem gut. Darum ist sie für uns auch der Testsieger von diesem Vergleichstest. Dann gibt es den KTM mit ihrem hochemotionalen V2. Sie ist ein bisschen der Exot in diesem Vergleich, muss gar nicht meinen. Es hat früher viel V2 gegeben in diesem Segment. Sie ist in dem Sinn so ein bisschen der letzte Mohikaner. Hochemotional.
optisch natürlich vom Design her sehr etwas Spezielles, sehr etwas Eigenes. Also hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, sehr schön verarbeitet. Cooles Bike. Straff natürlich und durch das auch ein bisschen anspruchsvoller. Und nochmal, ich bin überzeugt, hätten wir mehr Zeit gehabt für Einstellarbeiten, hätten wir KTM ganz sicher auch so angebracht, dass sie ganz vorne hätten mitfahren können. Okay, spannend, schön zusammengefasst nochmal. Somit wären wir auch am Ende von dieser Folge vom Moto.ch Garage Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Nächsten Monat geht es dann um 125er, da haben wir 5 hochaktuelle 125er für euch getestet. Das dann Ende August hier wieder bei Moto.ch Garage Talk. Jetzt wünschen wir euch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.